Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn. Ich bin Landschaftsfotograf und Filmemacher. Dieses Video ist dem Projekt 10 Tage, 10 Fotos gewidmet. Und da geht es darum, dass 10 Fotografen an verschiedene Orte gehen, euch mitnehmen, euch einen Einblick in den Berufsalltag geben oder einfach wie ich nur eine lustige Fototour machen und einfach Spaß dabei haben. So, beim Thema lustig sind wir schon. Hier ist überhaupt nicht lustig. Es sieht hier wirklich aus wie auf dem Mond. Also ich war hier noch nie an diesem See, der ist abgelassen. Und hier hinter mir könnt ihr schon sehen, die Nebelschwaden verziehen sich langsam und überall sind abgesägte Baumstämme zu sehen, Baumstümpfe. Ich werde mir hier echt schwer tun, nur ein einziges Foto zu machen. Ich glaube, das kann ich eigentlich echt vergessen, weil es gibt hier echt viele Motive. Momentan ziehen die Nebelschwaden hier über den Schlamm und über die Seeoberfläche oder was davon noch übrig ist. Und jetzt schaue ich mal, was man hier machen kann. Ich warte auch noch, bis die Bergspitzen, also da oben die Gipfel, die müssten, wenn sich der Nebel verzieht, auch direkt hinter mir zu sehen sein. Wir haben jetzt ca. 9 Uhr und ja, jetzt gehe ich es an und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt bei meinem Mondfotografie-Projekt. So, der Nebel hat sich jetzt endlich verzogen. Ich habe freie Sicht auf den Berg und das ist mein allererstes Foto und es bleibt nicht bei dem einzigen, das kann ich euch gleich sagen. Jetzt sehe ich endlich mal was. Im Vordergrund, da platziere ich mir jetzt diesen abgeschnittenen Baumstumpf. Im Hintergrund ist der Berg zu sehen. Ich mache das Ganze jetzt hier auf 70 mm mit dem Tele von Tamron und ja, los geht's, würde ich sagen. 11er Blende. Die Strukturen am Boden finde ich echt auch richtig, richtig geil. Da kann ich ruhig auch mal ein bisschen niedriger gehen. Arbeite dann mit dem Display. Klapp's aus. Ha, das sieht ja echt gut aus. Leider noch ein bisschen viel Nebel. 2/3 Himmel bzw. 2/3 Berg. Boom. Willkommen auf dem Mond. Ich fokussiere den Berg da hinten an. Bam! Shot Nummer 1, das ging aber einfach. Und auch da hinten zeigen sie jetzt die Berggipfel. Super cool. Da kann ich jetzt diese abgeschnittenen Baumstämme auch schön im Vordergrund platzieren, gehe auch wieder niedrig und habe mein Foto. Wow! Boah, das sieht hier echt geil aus, wirklich. Jetzt gehen wir auch mal runter. Verschlusszeit 1/125. Alter! Das fühlt sich für mich an wie Next Level Landschaftsfotografie. Ich habe sowas echt noch nie gesehen. Und umso mehr freut es mich, dass ihr mit dabei sein könnt, dass ihr das hier seht. Wow. Und gerade jetzt bei solchen Fotos verwende ich zumindest eine sehr hohe Blendenzahl, weil ich ja auch was im Vordergrund habe. Ich möchte, dass der Vordergrund einigermaßen scharf ist, aber fokussieren tue ich auf die Berggipfel, wenn die mal wieder zu sehen sind. Ich stecke mir jetzt hier auch noch diesen Verlaufsfilter vorne drauf, in der Hoffnung, dass die Berggipfel noch ein bisschen schöner zur Geltung kommen. Mal schauen, wie es wirkt. Ja, da, die bilden schon eine leichte Vignette. Der bildet schon eine ganz leichte Vignette, der schöne Filter. Aber das schadet nichts. Wow, es ist, also ich bin echt, echt. Ich bin maximal begeistert.
Jetzt habe ich gerade noch ein Motiv gefunden. Da liegt ein Baumstamm schön quer auf der Erde. Der könnte mir auch als Vordergrund ganz gut dienlich sein. Und ich mache es jetzt genauso, fotografiere mit dem Tele, dass ich den Berg einfach näher ranholen kann. Und dann sieht er viel prägnanter aus. Und auch auf einer hohen Blendenzahl. Das weiß ich, was ich da nehme. F11, F14, irgend sowas. Ich mache mich mal kurz ran. Wow, das schaut hier aus, ey, wie in der, was weiß ich, Wüste mit Bergen im Hintergrund. Das ist echt der Hammer. Absolut der Hammer. Leute, wow, wie geil. Jetzt geht es wieder an die Bildkomposition. Das ist eigentlich echt das Allerschwerste. Aber wenn ich die Kamera bodennah platziere, boah, kommt es richtig fett. Man könnte echt meinen, das ist eine einfache Bildkomposition, aber finde ich jetzt gar nicht. Ich muss noch weiter nach hinten gehen, damit ich den Baumstamm so ein bisschen rechts in die Bildhälfte platzieren kann. Weil dann habe ich so einen gewissen Rahmen, oder ich kann es nicht beschreiben, aber es sieht in meinem Auge einfach besser aus, wenn der weiter rechts ist. Wow. Hier mal aus der Perspektive kann er auch was. Was mich hier total begeistert ist, dass es halt menschenleer leer ist. Ich habe sowas ja echt noch nie gesehen oder erlebt. Es fühlt sich an wie Urlaub. Ach, ich bin echt geflasht. Wow, wer braucht da schon weite Urlaubsreisen, wenn man sowas hier genießen kann? Gerade mal eine Stunde weg vom Ammersee. So, jetzt habe ich mich mal um 2-3 Meter rüberwärts bewegt, dass der Baumstamm einfach anders da liegt. Und so hat der Baumstamm noch viel mehr Profil und ich kann im Hintergrund auch diese ganze Berggruppe schön aufnehmen. Das sieht auch gut aus. Ich weiß jetzt gar nicht, was mir besser gefällt. Ey, einmalig. Wer hat denn den Baumstamm dahin platziert? Das ist ja. Auf eine 14er Blende, mal auf 70 mm. Nee. Forget it. Echt schön. Ist der schwer. Keine Chance. Jetzt gehe ich noch mal vor ans Wasser und schaue, ob ich da noch etwas mit dem ND-Filter irgendwie machen kann. Puh, dann geht's weiter. Ich laufe jetzt hier schon eine gute Stunde an diesem Flusslauf entlang, um auf die andere Seite zu kommen, weil auf der anderen Seite sind so richtig geile, ja, wie soll ich mal sagen, Hügel. Schaut richtig aus wie auf dem Mond. Das ist jetzt die erste Stelle, die ich gefunden habe, bei der man eventuell darüber kommt mit trockenen Fußes. Puh, ich gehe es mal an. Stativ hole ich gleich. Ah, ist gut, dass die Schuhe nicht voller Matsche sind. Okay.
Serie. Sieht gut aus. Alles safe. Alles safe, Leute. Nur noch dadurch. Okay. 1, 2, 3. Bam. Objektiv ist trocken geblieben. Okay. Geschafft, ich freue mich. Aber ein bisschen Action braucht der Sigi. Ihr seht, dass diese Fototrips echt, also mir zumindest, einiges abverlangen. Wir sind nicht so schnell aus der Hüfte geschossen und geschnitten. Deswegen freue ich mich echt umso mehr, wenn der Content auch angenommen wird. Und jetzt schaut mal rüber. Leute, ich bin fix und fertig hier vom Laufen. Ich bin viel zu warm angezogen, habe auch nichts zu trinken dabei. Ich wusste echt nicht, was mich hier erwartet, aber jetzt weiß ich's. Boah, dieser Bach- oder Flussauslauf, ich nenne jetzt mal kleinen See, der sieht für mich nochmal richtig stimmig aus, weil er wirklich schön auch im Vordergrund zu den Bergen liegt. Da versuche ich mich jetzt nochmal dran. Ich bin echt außer Puste. Oh, ich kann kaum noch laufen. Wahnsinn. Das hat mich jetzt schon ein bisschen gefordert, hier die ganze Aktion. Mal schauen, wie es aussieht. Gut sieht es aus, Leute. Gut sieht es aus. Mal schauen, welcher Standpunkt hier optimal ist. Oh, ich sack hier ein. Ach, da hinten ist ein Bagger zu sehen. Schön. Also, das erste Foto mache ich auf 70 mm und schraube da jetzt noch einen ND-Filter vorne drauf. Und vielleicht funktioniert dasselbe Bild auch noch mit dem Weitwinkel. Allerdings sind dann die Berge halt sehr, sehr weit weg. So, jetzt schiebe ich hier noch einen ND-Filter drauf, den 1.8er. Und davor dann einen Verlaufsfilter, weil ich mir einbilde, dass die Bergspitzen dann ein bisschen besser zur Geltung kommen. Ja, und da ich jetzt mit dem ND-Filter arbeite, muss ich ja ein bisschen länger belichten. Da brauche ich einfach ein Stativ, welches ich jetzt auch ein bisschen tiefer reinfahre. Dann kriege ich die Spiegelung, glaube ich, noch schöner hier im Wasser hin von den Bergen. Mal schauen, ob das schon reicht. Am nächsten Schritt stelle ich jetzt die Kamera ein bisschen ein. Mein Fokuspunkt sind die Bergspitzen, da gehe ich mit dem Joystick hier nach oben, um die anzufokussieren. Das passt soweit. Jetzt stelle ich noch eine Auslöseverzögerung ein auf 2 Sekunden. Ansonsten bin ich hier im RAW-Modus, automatischer Weißabgleich, auf Blende 14. Und würde jetzt mal 3 Sekunden lang belichten. Und das A und O ist jetzt hier auch die Bildkomposition. Ich schaue einfach zu, dass ich diese kleinen runden Hügel mit drauf habe. Und ich gehe jetzt mal mit der Blende sogar ein bisschen höher auf Blende 18, dass ich 3 Sekunden lang belichten kann. Bam, fertig. Ich glaube, das war's. Schauen wir das Bild nochmal an. So, mit dem Polfilter kann ich hier noch diese weiße Spiegelung rausmachen. Und jetzt schieße ich mein letztes Bild. Das war's. Kurzer Check. Traumhaft.
Also so eine coole Location habe ich schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gehabt. War mal echt was anderes und hat mich wieder komplett herausgefordert. Vielleicht konntet ihr ja auch den einen oder anderen Tipp entnehmen. Wer weiß, aber es lohnt sich, wenn man die Zeit hat, echt rauszugehen und Neues auszuprobieren. Das ist einfach geil. Ich bin jetzt auch komplett durchgeschwitzt und ich muss jetzt noch einen ganz schön weiten Weg zurücklaufen und dann heimfahren. Aber ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid, durchgehalten habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye bye, euer Sigi. Heute vom Mars.